Mit diesem Trick haut ihr alle Barbecue-Fans vom Hocker. Ganz neu hier bei Onkel Johnny, der Bayern-Doc. Oh ja, dranbleiben. Hallo Leute, Oktoberfestzeit ist ja wieder angesagt. Und hier drin, ihr habt ja eben schon gesehen im Vorspann, die geilen Dogs, die Bayern-Dogs, die sind jetzt hier drin, Freunde. Und wie wir die machen, ja, da müsst ihr jetzt zugucken, Freunde. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben und schreibt was Geiles hier unten in die Kommentare. Boys and Girls, der Prototyp hier wird wieder gezündet. Und wir sehen uns gleich bei den Dogs. My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. So, hier Leberkäse vom Metzger des Vertrauens geholt. Der hat da zwar schon ein bisschen was reingeritzt, aber das brauchen wir nicht. Fügen wir hier in so eine Tüte. Ihr könnt auch so eine Spritzkanone vom Kochshow nehmen oder was auch immer. Ja, ich nehme jetzt hier so eine Tüte hier. Mal gucken. Wahrscheinlich klappt es hier ganz gut. Das Loch hier, dann muss man die Cannellonis nehmen hier. Dann versuchen wir das rein. Ah, jetzt habe ich das Loch ein bisschen zu groß gemacht. Die erste funktioniert prima, ihr seht. Ja, der Ladebalken geht nach unten, man muss ein bisschen pressen. Aber, voila, das Ding ist voll. So, zack, wir machen unsere eigenen Würstchen aus Wurstbret. Oh, hier läuft es ein bisschen über, aber ich sehe an der Seite, passt. Ja, jetzt ist meine Spritzkanone ein bisschen kaputt. Jetzt muss die Hand her, ne? So, ja, ein bisschen überschüssig, es macht nichts. Wird mit reingerollt gleich, so. Bei der Macht vom Bacon! Ich habe die Kraft! So, jetzt hier schön umwickeln hier. Ja, das quetsche ich noch ein bisschen dran. So, wird sich gleich ein bisschen versenden. So, und ihr seht schon, es ist eine schöne Wurst draus geworden. Einfach mit Bacon einrollen, die Dinger. Einen Querstreifen machen, damit es nachher nicht auseinanderbricht. Die legen wir jetzt hier alle hin. Zack, zack und zack. 4 Stück habe ich jetzt einfach mal gemacht. Das restliche Brät lasse ich in der Packung und Gas nach. Klappo aufgepackt hier. So. Klappo Smoker Prototyp wird aufgeklappt hier. Auseinanderziehen. Deckel rein. Gitter da rein. Und zack, ja, irgendwie. Da kommt das Brät schon mal rein. Und dann hier oben durch unsere Würstchen reinlegen, ne? Genau, das restliche Brät da unten. Er kommt. Nightshoe. Ein Mann und sein Handschuh kämpfen gegen das Unrecht. Sie kommen direkt aus der Foundation für Lunsen und Wemsen zu euch. So, während das Ding auf dem Smoker ist, kleiner Rückblick, Freunde, was wir nicht alles für geile Folgen gemacht haben. Ein Bierglas aus Fleisch, Weißwurst, Burger hier und so weiter, Freunde. Die ganzen geilen Folgen, wow. Die verlinke ich euch hier. Quasi als Playlist in der Infobox. Oder hier, guckt mal bei den Playlisten vorbei. Oh, was ist denn das für ein Gefährt? Junge, Junge, haben wir nämlich schon viele Sachen gemacht in den letzten 10 Jahren. Ja, voilà, die Pizza Deluxe, würde ich sagen. Prost, mein Freund. Oh, hier, ein Bacon-Klavierstreifen. Gucken wir mal rein. Oh, hier unsere Dogs, Freunde. Schiebe ich da unten runter und zack. Oh, hier kommen sie langsam raus. Bacon-Alarm, Bacon-Alarm, Bacon-Alarm. Ja, ihr habt es ja gerade gehört, es gab Bacon-Alarm, deshalb ist Johnny im Einsatz und ich werde das weitermachen. Ja, das ist ein bayerischer Cannelloni-Dog mit den besten Zutaten, die man machen kann hier. Selbstgebackene Spritze, Stange, Kartoffelsalat, den der Luke mal zubereitet hat. Oh, Batz da, wie der Gemüsemann es mal gemacht hat. Ich bin der Gemüsemann, der Gemüsemann, der Gemüsemann. Ich bin der Gemüsemann bin ich. Natürlich Lauch, Zwiebeln und Zwiebeln und Senf. Süßer Senf. Ich musste leider weg. In der Nachbarschaft hat einer eine Tofu-Wurst auf den Grill gelegt. Da musste ich einschreiten. Also, hier, Obasta da reinschmeißen hier. Bitte den Kartoffelsalat da oben drauf, aber der Essig und Öl natürlich, ne? Kein Mayo. Man nimmt sich so ein Ding, ihr seht, der hält, was er verspricht. Also, er ist ganz geworden. Also, Wurst machen für leichte Gesinnte, ne? So, Zwiebeln da reinschieben.
und jetzt den süßen Senf einfach mal oben drüber ballern, ne? Oh, ein bisschen Grünzeug für die Gewürz, paar Lauchzwiebeln. Ja, und dann ist er fertig, würde ich sagen. Drehen, Junge. Sternekoch Sven, ne? Da siehst du mal, wie das geht. Oktoberfest, Cannelloni Dog, Rezept in der Infobox für euch. Boys and Girls, ballert euch rein. Mal sehen, wie der Anschnitt aussieht. Ob die Cannelloni auch ohne Luft gefüllt worden ist. Und so werden Würstchen gemacht. Oh, perfekt, würde ich sagen. Ne? Ja, die Nudel ist weich geworden. Dann kommen wir mal zur Verkostung. Mal gucken hier, was Johnny hier gemacht hat. Ja, das ist eine gute Kombination. Und dieser Kartoffelsalat, das rundet den Gesamteindruck ab. Also, er hat eigentlich das ganz gut gemacht. Ich würde Johnny in meiner Küche aufnehmen, wenn er sich bei mir bewerben würde. Das war's für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, liebe Zuschauer. Ja, yeah, Boys and Girls, ballert euch rein, Abonnation nicht verpassen und lasst den Daumen nach oben brennen. Für einen schönen Kommentar würde ich mich natürlich freuen und nächstes Mal bin ich auch wieder selber am Probieren. Es gab wirklich einen wichtigen Einsatz, verdammt nochmal. Diesen Dog hätte ich gerne selber verschlungen, da muss ich ihn wohl selber nochmal nachbauen. Viel Spaß, Freunde, bis bald.